Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute schaue ich mal, wie weit ich mit dem WW Dust Devil Bleed Barb in der Grube komme. Das interessiert mich ja schon seit längerem. Und ihr hattet euch auch gewünscht, dass ich nochmal was zum WW Bleed Barb mache. Da kann ich später ein bisschen noch drauf eingehen, aber jetzt würde ich sagen, gehe ich erstmal rein in die Grube. 110 war das letzte, was ich geschafft hatte mit dem Heap Barb. Mit dem WW Barb habe ich hier noch nie einen hohen gemacht, sondern immer nur 100 für Steine und Niedereisen sammeln. Deswegen auf jeden Fall spannend, wie weit ich hier komme. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt zu Diablo 4, dann auf jeden Fall ein Follow da lassen, würde mich sehr freuen. Und natürlich ein Like auf dem Video. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich kommen kann, wo dann das Ende der Fahnenstange quasi erreicht ist. Deswegen bin ich sehr heiß drauf zu erfahren. Vor allen Dingen beim Boss, bei den Bossen wird es natürlich interessant, ne? Ich sag mal, die Dungeons sollten eigentlich overall sowieso kein Problem werden. Hier muss ich nur schauen, dass ich nicht zu viel Zeit vergeude. Ich finde, oder ich will das Video hier auch dazu nutzen, um über eine Sache zu reden in den Patch Notes. Lou der Zukunft, der das Video schneidet, blendet euch hoffentlich die Textpassage ein. Weil im Patch 1.42 war es, glaube ich, oder 1.41, der Patch, als die Stygian die stygische Steinchance in der Grube erhöht wurde. Der Patch ist sehr, 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 sehr kryptisch. Und es gibt aktuell drei unterschiedliche Theorien dazu, inwieweit die stygische Steinchance erhöht wurde. Und wenn ich euch gleich die drei Theorien da einmal mitteile und ihr in den Kommentaren schreibt, welche Theorie ihr vertretet, werdet ihr sehen, wie viele Leute da unterschiedlicher Meinung sind. Das ist wirklich verrückt. Wir haben bei den stygischen Steinen ja eine Erhöhung bekommen. Und da stand, als Beispiel, Pitchstufe 1 gibt 5% mehr, Pitchstufe 40 10%, Pitchstufe 100 18% und Pitchstufe 200 30%. Zu dieser Info gibt es jetzt drei unterschiedliche Theorien. Die erste Theorie ist, es wurde die Steinchance erhöht, angefangen, Pitchstufe 1 ist die Chance 5% und dann geht es linear nach oben bis zur 40, dort sind es dann 10, dann geht es linear weiter nach oben bis zur 100, da sind es dann 18 und dann linear weiter bis zu 200, dann sind es 30. Das bedeutet, ein 95er Dungeon gibt sowas wie eine 17%ige Chance auf einen stygischen Stein. Dann gibt es die Theorie, dass alle Stufen von 1 bis 40 eine Steinchance von 5% haben. Alle Stufen zwischen 40 und 100 haben eine 10% Chance. Und alles über 100 hat eine 18% Chance. Und die 200 hat eine. Und die 200 hat eine 30% Chance. Und dann gibt es noch eine dritte. Und das ist für mich aktuell sogar die einleuchtendste Variante. Wenn man es genau liest, was dort steht, dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass die Chance um diese Prozentzahl erhöht wurde. Und dass das nicht die finale Prozentzahl ist. Das bedeutet, die ursprüngliche Stygian Stone Chance auf Stufe 1 wurde um 5% erhöht. Die ursprüngliche Stygian Stone Chance auf Stufe 40 wurde um 10% erhöht. Und so weiter und so fort. Und wieso spreche ich das an? Weil alles irgendwie es sein könnte und wir wissen es nicht. Und ich finde es wieder sehr belastend, dass Blizzard uns dann nicht einfach ganz klipp und klar sagen kann, ey, bei der Stufe ist es so hoch, bei der Stufe ist es so hoch. Ich meine, andere kriegen das ja auch hin, dass sie uns einfach eine Tabelle machen, wo, weiß ich nicht, drin wo drin steht, ey, bei den Stufen gibt es diese Chance, bei den Stufen gibt es diese Chance und so weiter und so fort. Man muss jetzt also selber knobeln, wie hoch diese Chance ist, und wir wissen es nicht ganz genau. Aber ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie eure Theorie da ist. Seid ihr für Variante A, für Variante B oder für Variante C? Oder habt ihr vielleicht sogar noch eine andere Variante da draußen erschlossen? Jetzt bloß nicht sterben. Ich will gar nicht dran denken.
Mal recht schön konzentrieren. Mal recht konzentrieren hier. Eine Minute Restzeit gehabt. Eine Minute Restzeit. Aber 126 geschafft. Anderthalb Minuten sogar, wenn ich nicht einmal gestorben wäre. Anderthalb Minuten mehr für eine Stufe mehr. Schaffe ich das? 8 Minuten für Boss. Okay, sehr gut, Gene. Das heißt, wenn ich mit mehr als... Aber wenn ich mit 9 Minuten reingehe, sollte ich es eigentlich schaffen. Je nachdem, welcher Boss. Wenn es ein Boss ist, der abhaut, dann kannst du es vergessen. Aber ich würde nochmal eine Stufe höher versuchen. Vielleicht mal einen anderen Trank. Ich habe das Gefühl, der Überwältigungsverwundbarkeitstrank ist es nicht. 108 Billionen HP zirkt beim Boss. Nochmal 20 Billionen mehr. Ein Fünftel mehr. Bei einem Level mehr sind es ein Fünftel mehr. Das ist ja verrückt. Die haben noch einen Arsch offen. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ist der nächste Schritt natürlich Bild optimieren. Ne? Bild stärker machen. Da muss ich mal gucken, welche Items ich noch habe, die Verbesserungspotenzial haben. Da sind noch einiges. Also angefangen beim Streitkolben. Bis hin zum Schmuck. Ich glaube überall noch. Wo hätte ich denn noch was, wo mehr rauskommt? Also hier natürlich die Waffen, das alte Ding. Schaden und Schaden. Könnte natürlich Verwundbarkeitsschaden sein. Beziehungsweise Crit-Schaden. Ein Zweihandstreitkolben. Der ist, glaube ich, aktuell mit das Wichtigste. Ein Zweihandstreitkolben mit Greater Affix auf Crit und Stärke und Verwundbarkeit. Ja, aber ich glaube, wir können das Video hier beenden, weil ich glaube, ohne dass ich den Bild jetzt noch extrem anpasse, ist 126 das Höchste, was ich schaffe. Ich hatte eine Restzeit von ungefähr einer Minute. Ey, selbst mit Ach und Krach könnte ich vielleicht 127 schaffen, aber mit dem Bild hier aktuell ist 126 das Höchste der Gefühle. Wichtig ist, dass ich hier anstatt die Crit-Juwelen mittlerweile Verwundbarkeitsjuwelen drin habe. Einfach damit der Schaden hier hochgeht. Bin jetzt bei 44%. Geht natürlich noch ein bisschen mehr. Gerade wenn ich jetzt hier nochmal ein Greater Affix auf Verwundbarkeit hätte anstatt Max Life, würde das bestimmt nochmal 10% oder so geben. Dann hilft viel hier drauf anstatt Max Life. Ich glaube, Max Life habe ich auch echt zu viel hier. Bewegungsgeschwindigkeit finde ich auch nicht so geil. Vielleicht auch nochmal Crit-Schaden stattdessen. Hier vielleicht anstatt Stärke Crit-Schaden. Hier die Handschuhe, die an sich ganz geil sind, sind hier für den Bild nicht ganz so geil, weil Fertigkeiten des Typs Kern brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da wäre Crit-Schaden schon geiler. Ja, da könnte ich auf jeden Fall eventuell noch 130 schaffen, sage ich. Wenn ich da noch ausbessern würde.